Stehe hier in der Kälte draußen und sage erstmal Hallo zum heutigen Vlog. Den fange ich mal ausnahmsweise an. Ich habe gerade ein kleines Video gedreht für Cute Baby Milay. Ein Teil davon müsst ihr heute übrigens unbedingt mal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da seht ihr unseren Hund von früher aus 2011 und Milay, als sie noch klein war, ziemlich lustig, müsst ihr euch anschauen. Ja, und heute, na, ich verrate noch nicht alles, könnte aber sein, wir kriegen Zuwachs in der Familie. Die nächsten Monate wird allerdings noch dauern, aber mehr erfahrt ihr später. Mama macht Frühstück für die Kinder. Ich toaste die Brote immer, deswegen richte ich sie schon hier zusammen alles. Ich will aber auch was. Du willst heute auch was? Wow, der Robert will Frühstück. Ja, du kriegst auch was heute, okay. Liebe, ich krieg auch was. Milay, warum tust du glotzig schauen? Weil... Es kommt bei mir zu Hause. Milay schaut Sachen an. Ja, es sind nur Papiere. Ja, ist aber eine Kinderserie, kommt auf dem Kinderkanal. Naja, geht's aber um Vampire, aber es ist nicht so schlimm. Meine Lieben, der Robert hat heute den Anfang gemacht. Mal was anderes. War immer langweilig, dass ich hier Hallo gesagt habe. Und der Robert hat gefrühstückt. Habt ihr gemerkt? Der wollte heute Frühstück machen. Vielleicht ist er mal richtig happy. Das wäre nett, wenn es halt morgen dann funktioniert. Mhm. Gut, super, also danke, bis morgen dann. Der Robert telefoniert. Ja? Ah, gut, ich danke. Bilder. Tschüss. Okay, ihr habt es mitgehört? Robert hat gerade telefoniert. Ich sage euch gleich, was Sache ist. Es geht darum, dass wir einen Hund bekommen. Also, heute funktioniert es nicht. Der Züchter, also wo wir hin wollten, der ist heute in Nürnberg und kommt erst spät abends zurück. Der hat uns wohl vergessen, keine Ahnung. Mhm. Geht erst morgen. Und das heißt, Vlog wahrscheinlich am Dienstag erfahrt er dann mehr. Die hat gesagt, die schickt uns Bilder. Habe ich ja, das richtig verstanden? Da geht es um einen anderen Welpen aus der Welt, bekanntesten Akita-Linie. Okay. Redridge heißt es, kommt aus England, diese Linie. Der weiß sie aber nicht, das ist von einem Züchterkollegen. Okay. Ob der Hund schon vergeben ist oder nicht, müssen wir schauen. Also meine Lieben, spannend. In dem Vlog wollten wir euch eigentlich zeigen, wie wir da hinfahren. Die Überraschung sollte heute sein, aber ihr wisst ja schon, um was es geht. Aber dann filmen wir halt mal, was der Tag heute so bringt. Gian, was sagst du dazu? Der Gian ist jetzt total enttäuscht. Ich weiß, der hat sich schon so vorbereitet, dass man heute geht. Aber Gian, morgen, ein Tag. Wir sind alle so aufgeregt, ihr glaubt es gar nicht. Ja, wir sehen doch erst die Mutter. Ja. Aber die haben noch andere Welpen da, oder? Wo wir anschauen können. Keine Ahnung, ob die jetzt von denen sind, diese zwei Langhaar. Wir wollen aber ein Kurzhaar. Ja. Also da kriegen wir auf jeden Fall jetzt noch keinen. Das ging jetzt eigentlich darum, dass der in 4 Monaten ungefähr dann abholbereit wäre, weil die decken ihre Hündin in 2 Wochen. Die trägt dann 8 Wochen und nach wiederum 9 Wochen kann man sie dann abholen. Seid ihr mal gespannt, was passiert? Der Vlog, wo wir die Hunde euch live zeigen, kommt am Dienstag. Aber schauen wir mal, was? Den führe ich. Den führst du? Den Vlog. Den Vlog führt Gian. Okay, das macht er dann am Dienstag. Aber dann schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Genau. So, die ersten Bilder sind da. Gian, zeig mal schnell. Das ist die Rasse, die wir haben wollen. Das ist der eine Hund, den sie noch angeblich bei ihrem Kollegen hat. Aber der ist schon recht groß, haben wir festgestellt, gell? Aber wir fahren, glaube ich, zu der mal hin und schauen uns das an. Oh, die sind so süß, die Rasse. Die gefällt uns super. Mal schauen. Ja, dann fangen wir mal mit dem Kochen an. Heute koche ich nichts Besonderes. Nein, ich mache heute nur so Hähnchengrillis und dann mache ich noch dazu Pommes. Muss reichen. Meine Mikro piept hier.
genau. Die da mache ich heute. Hatte ich jetzt an. Schmeckt auch gut. Wollt ihr noch einen Salat dazu? Keine Antwort. Wollt ihr noch einen Salat dazu? Da lacht jemand. Aha. Aha. Ja, okay, sagt einer und der andere sagt, die von gestern. Sind alles sehr gesprächig bei uns, meine Lieben. Habt ihr es gemerkt? Okay, ich mache mich mal an, Salat zu machen. Salat ist schon mal fertig, das andere auch. Ich habe mich überall voll gekleckert. Kommt davon, wenn man mit so einer Bluse kocht. Überall habe ich Fettspritze jetzt drauf. Aber ich wollte mich einfach nicht umziehen. Und ich habe mich extra heute schön angezogen gehabt, dass man geht. Aber, naja, muss ich halt waschen wieder. Das kommt davon. Eine Hausfrau sollte immer eine Schürze dran haben. Aber das werde ich nie lernen. Habe ich noch nie geschafft. Ja, ich serviere mal. Wenn man fertig gegessen hat und alle sich verzogen haben, dann ist der Tisch leer. Und bin schon voll. Du, ich stell Teller nur auf. Ich schaff's halt ausnahmsweise mal nicht. Ich esse eigentlich immer auf. Aber sie hat mir noch Pommes gebracht und es war jetzt einfach zu viel. Ja, das in der Küche muss ja auch aufgegessen werden. Also, hab ich es dir reingetan? Nee, ich habe auch gegessen. Also, ich habe heute echt viel gegessen. Gleich. Nein, du platzt nicht. Jetzt muss ich erstmal aufs Sofa. Ja, jetzt mach mal Kamera aus, nicht dass der platzt und hier alles. Theo, wenn er kommt, dann sprich doch mal so. Ich glaube, wir müssen den riesengroßen töten. Dann hört alles. Die Mädels spielen Infinity. Ich habe vorher ein bisschen bei Facebook rum. Gestöbert und dann habe ich so Rezepte gesehen, diese Sachen und so weiter. Da ist mir eingefallen, ich könnte hier mal wieder Milchreis kochen. Ich liebe Milchreis, aber heiß. Ich liebe Milchreis heiß. Und jetzt koche ich Milchreis noch ein bisschen. Dann muss ich noch meine Küche aufräumen hier. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich tue gerade sehr viel Schlemmen, meine Lieben, irgendwie. Keine Ahnung. Hat vielleicht mit der Jahreszeit was zu tun, aber ich liebe ja generell süße Sachen. So, jetzt sollte ich mal hier aufräumen, dass es weitergeht. Mein Milchreis ist angebrannt. Ich wollte kurz Video hochladen bei Cute Baby Milay in der Zwischenzeit und hab's bearbeitet und in den 5 Minuten, ich habe hier die Milch schon drin gehabt, klar, muss man immer umrühren und der ist mir jetzt angebrannt. Ist zwar nur am Boden, man sieht nichts, aber der riecht total angebrannt. Oh, ich könnte mir jetzt die Haare rausreißen, ich könnte echt die Haare rausreißen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr ein zweites zu machen. Gut, dass ich eine ganz, ganz kleine Menge gemacht habe. Da ist wirklich so viel von dem Topf drin, ist nicht viel. Das bin ich halt. Arbeiten und eben zu kochen funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Mit dem Thermomix wäre mir das bestimmt nicht passiert, denke ich mal. Ja, bestimmt. Ist das Video hochgeladen, aber mein Milchreis ist angebrannt. Toll. Naja, ich muss euch noch was zeigen nachher. Ich habe hier ein Paket von der lieben Nadine, Nadels bunte Welt von YouTube. Und zwar hat sie mal auf Instagram irgendwas gezeigt. Da habe ich gesagt, oh, das wäre ja was und bei uns gibt es die nicht zu finden und so. Dann hat sie zu mir gesagt, ich schick's dir. Dann habe ich gesagt, gut, schick mir einen und dann kommt so ein Riesenpaket, meine Lieben. Das wird schwer. Das kann ja jetzt nicht wohl wahr sein, liebe Nadine. Du weißt, was du mir schicken solltest und was ist angekommen? Wieder ein Riesenpaket. Also das ist schon ein bisschen manchmal peinlich, wenn immer so viele Sachen kommen. Natürlich freuen wir uns, aber naja. Ich stehe in deine Schuld, Nadine. Also, Milay macht's auf. Da ist Überraschung für die Milay nämlich drin. Wow! TikTok! Was ist das? TikTok. Schau mal, was für TikToks. Emojis. Emotion Edition. Cool. Jetzt schauen wir mal schnell rein. Juhu. Zwei. Ich glaube, machen wir. Okay, machen wir auch, habe ich mir gleich gedacht. Hey, wir probieren. Ja, sieht die cool. Und natürlich kann ich das jetzt nicht in die Kamera zeigen. Emotion TikToks. Oh, die Kamera wird jetzt nicht scharf stellen. Das weiß ich jetzt schon. Das funktioniert jetzt nicht. Oh, schade. Aber, oh, nee. Ich weiß schon, dass die in 2 Tagen leer sind. Oh, sind die schön. Und
diese TikToks ging es, die hat das auf Insta gepostet und hat gesagt, oh, Millet liebt TikTok und dann auch noch diese Emojis und dann sagt sie, ich schickt euch. Dann schickt, ich sollte mir nur sowas schicken und dann kommt so ein großes Paket hierher. Balea, Regenbogendusche. Ja, das sieht man aber von deiner Hand nicht. Also, ich hätte dir eine Balea Regenbogendusche geschickt. Boah, bei den gelben Emojis ist Pfefferminz drin. Pfefferminz. Ein violetter Buch. Waren Freundschaft. Was so? Ist das? Ein Erz! Was ist das? Erz von Trolls. Boah, ist wow. Der cool. Was ist das? Sandy Candy. Darf nicht so, ja? Das ist ein Milch, guck mal. Den kann man auch als Ding, wie sagt man da? Diese Armreifen da, da wo man die Armreifen und so weiter hinmachen kann und an die Kette. Ich bin schon total verblödet heute. Ich mach, das ist meins. Dann haben wir hier mal Kniep. Naturkind, Zauberhexe, Schaum, Cremebar. Hast du eine Fliegebar? Ich spick mal. Gleich ins Brief, nein, sie hat uns sogar eine Karte hier geschrieben, die lese ich gleich mal durch, bis Millet hier alles zeigt. Ah, ich habe für Gian zwei Kaugummis rein und für Millet den Rest. Hast du gehört, die Kaugummis sind für Abi. Nein, lieber Gott. Und natürlich die Tic-Tac, wie es versprochen hatte. Die braune Tüte gehört dir, habe ich gelesen, mein Name steht drauf, liebe Nadine. Sie wünscht mir schon alles Gute für meine Zahn-OP. Dankeschön, ich hoffe, das wird Mitte März werden, bald. Natürlich Robert nicht shoppen mit Beauty-Produkten. Hast du recht, ja, der Arme. Und ein kleines Malbild, das mache ich jetzt gleich los. Da schreibt sie, und ich will dir schon und wie ich dir schon geschrieben habe, danke sagen, ihr seid, bleibt so wie ihr seid. Davon können sich einige eine Scheibe abschneiden. Ich hoffe 2000 klappt es wieder mit dem Treffen, würde mich freuen. Ja, würde mich auch freuen, dass es mal klappt. Ein Nagellack, oh, hat der schöne Farbe. Boah, hat der schöne Farbe, die nehme ich. Mach ich mal nächstes drauf. Ja, machen wir mal drauf. Boah, schaut mal, die ist so schön, die Farbe. Die mache ich, glaube ich, jetzt drauf nächstes Mal. Nö. So, die sind für Abi. Nein. Auch machen. Also, diese zwei Kaugummis sind für Gihan gedacht. Meine liebe Nadine, du denkst hier an alle. Oh ja, schau mal, was da noch drin ist. Wow. Zeig's mal. Zeig es mal an die Kamera, bitte. Die wollen das sehen. Mich sieht man heute gar nicht halb. Cool, das ist halt so wie so ein Magazin, da kann man halt Sachen so aussuchen, zum Beispiel, warte. Hier sind Sticker, dann haben wir hier eine Rätselseite und hier haben wir noch so eine Seite, also es sind also Rätsel. Schau mal, was ich noch gefunden habe. Wow, schau mal. Glitzert schön. Cool, jetzt nehme ich mal meine Tüte. Ja, los, wow. Ja, los, wow. Ich will mein Tic-Tac wieder. Aha, dein Tic-Tac wieder. Danke, Nadine, dass du an mich gedacht hast. Das ist sehr lieb. Meine Millea. Also, jetzt mache ich mal auf. Da steht eine, habe ich auf die Seite gelegt. Los, los, aufmachen. Ich bin auch schon gespannt. Nämlich, was da drin ist. Ich sehe schon hier. Zwei Masken. Einmal eine Totes Meermaske auf der Sun Repair und eine Detox-Maske. Ich mache die Tic-Tacs nicht Ende hier. Oh, danke schön. Masken mache ich gern drauf, aber bin manchmal immer so zu faul abends. Eieiei. Schöne Farbe. Schaut mal. Der ist aber schön, hä? Ich finde die Farbe so schön, diese Nude-Farben. Das schmilzt sich ja gleich dahin, wenn ich das Zeug. Was ist das eine schöne Farbe? Ah, meine Kamera nervt mich heute. Ja, Millet macht's richtig. Genau, die ist aber schön. Ich mag diese Farben. Ich mag diese dunklen rosa Farben nicht so. Bei mir schaut das aus wie Apfelbeck. Ha! Ein Armreif. Der ist mal schön. Trage ich ja gern. Schmuck, Schmuck. Unechten Schmuck. Zeig mal. Oh. Was ist das? Schauen wir mal. Ich muss immer schauen. Augenbrauen, Stift, Mediumbraun. Liebe Nadine, da hast du aber wirklich super Sachen ausgesucht, muss ich sagen. Ich weiß immer nicht, wie das. Die macht's TikTok jetzt zu Ende. Hallo? Geht's noch?
Ich weiß immer nicht, wie ihr immer wisst, oder Nadine, du, was uns gefällt, oder sieht man das in den Videos so arg, wenn ich sag, oder merkt ihr das, wenn ich mich schmink, was ich für Produkte bin und so? Mein Vorschulbuch, das lernen wir. Ja, und die Sachen sind immer super toll, auch in den Fanpaketen. Ja, also, liebe Nadine, ich muss mich jetzt hier nochmal bedanken. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr lieb, aber ich stehe wirklich in deine Schuld. Aber du hast uns wirklich eine große Freude gemacht, muss ich jetzt zugeben, ja. Und Milay ist jetzt beschäftigt hier. Jetzt wird sie Nagellack nehmen und dann, was, und dann will sie gleich baden gehen oder duschen gehen, das weiß ich jetzt schon. Was ist? Den kann man kleben, ja, toll. Lesen tut Milay Fall gerade auch gern. Mhm. Die hat schon, wie viele Bücher? Die ist auch schön groß geschrieben, das liest sie bestimmt. Wir holen Bücher raus, immer die in den Fanpaketen waren, die haben wir aufgehoben und da liest sie immer gerade schön fleißig, muss ich ehrlich sagen. Da habt ihr ihr schon was Gutes angetan. So. Oh mein Gott. Super schön. Mein Handy hat gerade gebibbelt. Ich muss mal schnell gucken. Ihr wisst ja, wir warten auf die Nachricht von dem Züchter. Okay, wir machen es noch nicht zurück. Schau mal. Hm? Schreibt uns dann, wenn ihr Mann da ist, ob es morgen klappt, dass wir da mal hinfahren können. Ja, diese Hundezüchter da, was wir heute telefoniert haben. Ja! Ob das dann wirklich klappt. Ich will die Hunde, großen Hunde auch mal sehen, wie die ausgewachsen aussehen. Die Babyhunde. Ja, die Babyhunde. Irgendwann wachsen sie aus, Maus. Die bleiben nicht Babys. Ja, der Cian hat den Robert überredet, meine Lieben. Barbara auszusehen. Nächste Seite. Und die haben gesagt, nein, nein, nein. Cool. Warte. Ja, wenn man Tiere liebt, ist das halt so. Man will immer Tiere im Haus haben. Irgendwas fehlt dann. Ja, und dann ist es halt leicht, jemanden zu überreden. Naja, wir haben hier einen Garten und wir haben ja hier viel Fläche, wo man mit dem Hund Gassi gehen kann, ganz in der Nähe. Also so schlimm ist es eigentlich bei uns gar nicht mit Hunde. Ja, die Zeit werden wir uns halt nehmen müssen. Das heißt, wir müssen in der Früh früher aufstehen, Gassi gehen und mit dem Hund beschäftigen und was weiß ich. Ja, mach ich alles. Am Abend um 7 Uhr auf die Couch und dann ist Ruhe. Sonntag muss man spazieren gehen und nicht hier chillen den ganzen Tag. Der Robert hat das Video schon für morgen. Und ich habe es hier vorhin hochgeladen. Und ich muss jetzt diesen Vlog hier noch schneiden für morgen, meine Lieben. Also für heute, wenn es kommt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das immer erklären soll. Manche verstehen das manchmal nicht. Also heute ist Samstag auf jeden Fall. Schau, was der Popo ist aufgerissen. Die Hose ist aufgerissen vom SpongeBob. Hoppla, SpongeBobs Hose ist kaputt. Klebe zuerst den passenden Sticker rein. Das ist ja gut. Ja, mach mal. Ich räume jetzt dabei auf. Boah, riecht der. Der riecht nach Kau. Nach was riecht der? Sehr pflegend, muss ich sagen. Weiter. Ja, ich glaube, ich muss mir ein Hobby suchen. Smickers als mit. Sind die alle mit Pfefferminz? Mhm. Echt jetzt, oder? Ja. Das war Absicht von der Nadine, dass ich Erdbeer, Apfel, Mango, Guane und Zitronengeschmack steht hier. Das ist Absicht. Die hat diesen Pfefferminz gekauft, dass ich ja nicht essen kann, alles mit Leber kommt. Oder? Nein, Spaß. Okay. Sieht schön aus. Jetzt lass mich wieder an meinen Platz, ich will arbeiten. Ja, arbeit mal schön. Ich muss mal meine zweite Klasse üben. Es ist jetzt gerade 10:50. Ich meine, mein Vlog geht zu Ende, weil viel wird jetzt nicht mehr passieren. Milay zieht sich oben schon um, will ins Bett gehen. Die will ja bei mir schlafen halt schon wieder. Ja. Das heißt, die wartet immer auf mich, bis ich ins Bett komme. Aber heute geht's nicht. Ich muss meinen Vlog hier noch fertig schneiden. Ich warte dann mal, ob die Züchterin oder Züchter da noch melden, wann wir morgen hin können. Falls wir morgen hingehen sollten, natürlich machen wir einen Vlog für euch. Aber der wird dann nicht am nächsten Tag, sondern am Dienstag erst ausgestrahlt. Ob wir da filmen dürfen, wissen wir ja auch noch nicht. Ja, aber unsere Entscheidung steht fest. Wir bekommen einen Hund. Natürlich einen Welpen zuerst, der zu einem Hund heranwächst. Ja. Ja, ich bin schon happy, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe ja Hunde, so ist es ja nicht. Aber das war jetzt eine
schwierige Entscheidung. Monatelang ging es hin und her und Jan hat es irgendwann geschafft, Robert umzustimmen. Ja, ich schneide jetzt meinen Vlog. Wie lang der ist, weiß ich jetzt noch nicht, bevor ich schneide. Ja, ich hoffe mal nicht zu lang. Letztens hat es geheißen, der Vlog ist zu lang. Toll. Dann filme ich halt nicht mehr alles, was wir so machen. Dann mache ich halt nur noch Szenen, was wichtig ist. Nein, Spaß. Ich filme schon alles. Ich habe heute auch alles mitgefilmt. Ich habe heute bloß nicht mitgefilmt. Ich habe Nachmittag eine Stunde geschlafen. Auf der Couch bin ich eingepennt, wie Milay mit der Freundin gespielt hat. Und das habe ich nicht gefilmt. Ich kann mich ja nicht beim Schlafen filmen. Naja, egal. Also mein Titel ist diesmal nicht klickgeil. Okay, also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.